Meine Lieben, ich grüße euch ganz herzlich. Ich bin der Marek von der Urquelle und heute nehme ich euch mal mit, zwar nicht in meinen Schrebergarten, aber wir zeigen euch ein Werkzeug, welches für Schrebergärten perfekt geeignet ist. Denn was möchten wir bei Schrebergärten? Wir wollen autark sein. So, meine Lieben, das ist zwar hier nicht mein Schrebergarten, aber das ist mein kleiner Garten, mein kleines Beet, was ich mir hier aufgebaut habe. So, der ist auch bereit zum Pflücken. Ja, das bedeutet noch 2-3 Tage und es gibt leckeren Salat für die ganze Familie. So, hier haben wir einmal meine Zucchini. Ja, ist auch schon wunderschön am Wachsen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht derjenige, der sich großartig damit auskennt. Aber mir macht es auch Spaß, hier einfach mal mit diesem Gemüse zu arbeiten. Ja klar, Zucchini ist wirklich für jeden ganz einfach. Hier sieht man schon, kommen die ersten kleinen Zucchinis. So, hier haben wir Kartoffeln. Hier haben wir Möhrchen. Ja, und damit das, da hinten haben wir noch ein bisschen Böhnchen. Dann haben wir noch da die Sonnenblumen. So, aber damit das alles hier funktioniert, benötigen wir Wasser. Ohne Wasser kann das alles hier nicht pflanzen. Natürlich, klar kann man Wasser aus dem Wasser annehmen. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, benutze ich auch überwiegend hier, um das alles zu bewässern. Aber wenn wir wirklich zum Thema Wasser kommen, ja, und zum Thema Trinkwasser und die Möglichkeiten, die wir haben in so einem Schrebergarten, ja, ist es so, dass wir entweder einen festen Wasseranschluss haben, ja, oder uns mit Wasser versorgen müssen, sprich, dass wir Wasserflaschen holen müssen. Meistens sind es Plastikflaschen. Gerade da, wenn der Schrebergarten ein bisschen weiter weg ist, hat man nicht die Möglichkeiten, da viele Kästen zu besorgen. Das heißt, wir holen uns immer Plastikflaschenwasser, aber selbst schwere Kästen müssen nicht sein, ja, weil gerade im Schrebergarten ist es so, dass wir halt autark sein möchten. Wir wollen dort relaxen. Viele Menschen nutzen das als eine Urlaubsquelle, ja, da wo wir halt Urlaub machen können. So, und was gibt es Schöneres, wenn wir nicht einfach immer Wasser vorrätig hätten? Ja? Hast du vielleicht einen Schrebergarten mit einer Wasserquelle? Vielleicht hast du auch einen Brunnen oder du hast einen Wasseranschluss, sprich du hast Kranwasser. Wenn du einen festen Wasseranschluss hast, haben wir die perfekte Option für dich von der Urquelle. Das bedeutet, wir haben ein Wasserfiltersystem, was perfekt für deinen Schrebergarten geeignet ist. Wenn du aber keinen festen Wasseranschluss hast, sondern zum Beispiel eine Regentonne, die Möglichkeit, eine Regentonne aufzustellen, ja, oder vielleicht einen See in der Nähe oder wie auch immer, um dort Wasser abzuzapfen, ja, haben wir natürlich auch eine super Option in der Urquelle, weil wir haben ein Wasserfilterungsgerät, welches transportabel ist, kompakt ist und auch diesen Namen trägt, und zwar die Urquelle Kompakt, und diese zeige ich euch mal ganz kurz. Ich habe mir ein Päckchen hier zuschicken lassen von der Urquelle. Und werde euch jetzt mal zeigen, wie unser Wasserfiltersystem funktioniert. So, das Paket ist angekommen. Dafür brauchen wir einmal dieses Messer hier. Und dann geht's rund. Zweimal. So. Das machen wir einmal auf. Und entfernen das hier. Und dann haben wir, tada, die Urquelle Outdoor Compact. Das ist die aktuell kleinste Version, die wir im Shop haben. Ich versuche die jetzt mal hier aus diesem Karton rauszuholen mit einer Hand. Und wird das funktionieren? Ja, einmal helfen mit der Kamerahand. Wunderbar. So, wir gehen einfach mal direkt mit diesem schönen Schmuckstück mitten ins Grüne. So, da wo jetzt mein Gemüse ist, um das einfach hier euch präsentieren. So, das bedeutet, hier haben wir einmal die Urquelle Kompakt. So, und ich stelle dich einfach mal ein bisschen daneben hin, um einfach zu zeigen, wie groß das Ganze ist. So, schon bin ich hier. Das bedeutet, ich bin ungefähr 1,82 Meter. Dass ihr euch das ein bisschen vorstellen könnt, von der Größe her. Ja, dieser Koffer ist wirklich leicht zu transportieren. Für Männer sowie als für Frauen. Und wenn wir wirklich, ich sag mal, nicht tragen wollen, haben wir immer noch die Möglichkeiten, ihn hinter uns herzuschieben. Ja? Als Trolley-Version ist es auch gar kein Problem. So. Aber jetzt habt ihr gesehen, wie groß das Ganze ist. Und jetzt schauen wir uns mal das Innenleben an. Der lässt sich auch ganz einfach öffnen. Wir haben hier Sicherheitsverschlüsse. Diese klappen wir einmal auf. Zack. Hier an der Seite auch nochmal zwei. Zack. Und dann öffnet sich die Schatztruhe. So, hier haben wir einmal die Pumpe, die das Wasser ins System transportiert. Sprich, wenn wir dieses Gerät nicht
an den Hauswasseranschluss anschließen, sondern zum Beispiel nur eine Regentonne haben oder einen See oder sonstige Quellen, einen Brunnen oder so, haben wir die Möglichkeit, mit dieser Handpumpe hier zu arbeiten. Hier sind die Anschlussschläuche. So, und hier ist das System. So, ich erkläre euch mal ganz kurz. Der Schlauch wird hier angeschlossen. Rot für dreckiges Wasser, blau für sauberes Wasser. Ja? So, wir schließen einmal den Schlauch an, dann wird das System durchgepumpt, das Wasser wird durchs System gepumpt. Hier wird es einmal, hier haben wir eine Kupferspirale sozusagen, eine sogenannte Vortex nach Viktor Schauberger. Dort wird das Wasser erstmal verwirbelt. Ja, dann geht es hier in den Vorfilter, in den Sedimentfilter. Alle groben Rückstände, die im Wasser vorhanden sind, werden erstmal vorgefiltert, hier in diesem Sedimentfilter. Dieser Sedimentfilter hat die Vorteile, dass er sich auch auswaschen lässt. Sprich, wir müssen nicht immer wieder einen neuen Sedimentfilter benutzen, sondern können diesen wunderschön auswaschen und ihn wiederverwenden. So. Nachdem das Wasser von Sedimenten befreit wurde, wird es weitergeleitet zu unserem Kombifilter. Sprich, hier haben wir eine UF, eine Ultrafiltrationsmembrane, die dafür sorgt, dass wir Keime, Viren, Bakterien und so weiter aus dem Wasser rausfiltern, und ein Aktivkohleblock ist dort mit verbaut, der dafür sorgt, dass Schwermetalle und weitere Schadstoffe im Wasser auch nochmal rausgefiltert werden können. So. Und danach geht es, wenn das Wasser befreit wurde von Sedimenten und Schadstoffen und Rückständen, die wir nicht im Wasser haben wollen, wird weitergeführt in unsere Renaturierungskartusche. Dort ist einmal EM-Keramik enthalten, verschiedene Berggesteine sind enthalten, Vulkangesteine und genau. Und dort wird das Wasser einmal nochmal aufbereitet, angereichert, sprich der Natur angepasst. Ja, und dann wird es weitergeleitet in den Ausgang, symbolisiert durch blau, frisches, sauberes Wasser, was wir täglich zu uns nehmen können, womit wir natürlich auch unsere Pflanzen gießen können. Womit wir auch zum Beispiel Tee, womit wir unseren Tee machen können, halt unseren täglichen Wasserbedarf decken können. Ne? Und mit diesem Filter schaffen wir ca. 1,2 Liter die Minute. Das bedeutet ja einiges an Wasser, was wir damit produzieren können. Ne? So, und ist der Filter mal voll, nach ungefähr 5.000 bis 6.000 Litern, dann wechseln wir einfach die Filtersätze, auch alles bei uns im Shop erhältlich. Und wir haben die nächsten 5.000 bis 6.000 Liter. Und stellt euch mal vor, wie viele Kästen Wasser das sind. Ja, stellt euch einfach mal vor, wie viele Kästen Wasser das sind. Das macht natürlich unser ganzes Schrebergartenleben viel, viel einfacher. Und natürlich ist das nicht nur für den Schrebergarten geeignet, sondern auch für alle möglichen Zwecke. Sprich, wir können mit der Urquelle Outdoor Pocket natürlich im Outdoor-Bereich aktiv sein. Wir können mit unserem Wohnmobil unterwegs sein, mit unserem Caravan, wir können zelten gehen, wir können die Urquelle kompakt mit auf Reisen nehmen. In Hotels zum Beispiel können wir das wunderbar mit einem Adapter an den Wasserhahn anschließen. Ich zeige euch mal hier, zum Beispiel im Schrebergarten ist es möglich. Hier, ganz typisch, so ein Wasserhahnanschluss, ne? Da gibt es einen Adapter für, womit wir die Urquelle Outdoor kompakt anschließen können. Und dann machen wir einmal hier Wasser auf und dann jagen wir das Wasser, zack, durch die Urquelle kompakt und haben sehr, sehr gutes, hochreines Wasser, weil wir dieses durch unsere Anlage gejagt haben. Hier ist einmal der Wasserhahnadapter, von dem ich gerade eben erzählt habe. Sprich, der wird einmal an den Wasserhahn angeschlossen, hier weiter an die Urquelle. Ja, und schon haben wir hochreines Wasser. Hier haben wir einmal die Pumpe, von der ich gerade eben gesprochen habe. Sprich, eine ganz einfache Handhabung. Ja, wir schließen einfach den Schlauch hier an. Ja, hier kommt der Ansaugschlauch rein, womit wir einen Schlauch haben, der zum Wasser geht, zu dem wir, welches wir filtern wollen. Hier kommt einmal der Schlauch rein, der dann weitergeführt wird in die Urquelle und dann wird ganz einfach gepumpt. Ja, wirklich, meine Tochter schafft das, so einfach ist dieses System hier. Und das Coole bei diesem Gerät ist nochmal, dass wir hier einmal eine Keramik haben, einen Keramikfilter, den wir hier einbauen können. Sprich, wenn wir es benötigen, haben wir hier aus diesem Pumpsystem ein kleines Filtersystem gebaut. Das Ding ist ganz schnell im Rucksack drin. Auf einer Zwei-Tages-Tour haben wir die wichtigsten Sachen mit dabei. Hier haben wir auch nochmal ein Aktivkohlesystem, welches nachgeschaltet wird. Und wir haben hier ein ganz kleines Filtersystem, was auch natürlich mit dabei ist in unserer Urquelle Outdoor Compact. Also einmal die Pumpe und aus dieser Pumpe zaubern wir durch diesen Keramikfilter einen eigenen Filter sozusagen, ja, in Kombination mit dieser Aktivkohle hier.
So, meine Lieben, das war's erstmal für heute. Wir haben hier ein sehr kompaktes System, welches wirklich viele nützliche Dinge mit sich bringt. Das heißt, wir haben nicht nur ein Wasserfiltersystem, welches wir in den Outdoor-Bereichen benutzen können. Wir können es zu Hause anschließen, in unserer Küche, in unserem Campingwagen. Wir können es in unserem Schrebergarten benutzen, sodass wir wirklich autark sind und keine Wasserkisten mehr schleppen müssen oder Wasser trinken, welches wir nicht wissen, wie die Qualität halt ist. Wir können aus Brunnen filtern, wir können Seen filtern. Wir können wirklich sehr viel machen aus unserer Regentonne, ja. Und haben immer hochwertiges Trinkwasser da. Ein System, welches sich sehr, sehr gut mittransportieren kann oder auch fest einbauen lässt in bestimmten Campingwagen oder Caravans. Ja. Es ist wirklich sehr, sehr viel möglich. Falls ihr weitere Fragen habt, schreibt uns einfach oder ruft unseren Service an. Schaut auf unsere Webseite www.urquelleoutdoor.de. Dort findet ihr alle weiteren Informationen. Ansonsten danke ich fürs Video. Ja, gebt uns einen Daumen nach oben, liked dieses Video. Abonniert unseren Kanal, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Und ja, lasst euch gut gehen. Bis demnächst. Euer Marek. Ciao. Hier haben wir die Urquelle Outdoor Compact. Der Silikonschlauch wird hier im Ansaugbereich angeschlossen. Hier haben wir einmal den Vorsieb, den Sedimentfilter sozusagen. Ja, der kommt dann ins Wasser rein. Da kommt hier einmal der 1/4 Schlauch rein, bis zum Anschlag durch. So. Und nach dem 1/4 Schlauch kommt der in den Eingang rein. Gesteckt. Das können wir auch unterscheiden, weil hier haben wir einen dünnen Eingang und wir stecken dann den dicken Schlauch in den Ausgang. Das heißt, wir können das gar nicht verwechseln und dort kommt dann das gefilterte Wasser raus. Und jetzt fangen wir an zu pumpen und ich zeige euch mal, wie einfach das ist. Genau, super, danke. Aus jedem dreckigen Wasser können wir wirklich gefiltertes Urquellewasser machen. Und hier seht ihr das, es ist wirklich sehr, sehr einfach zum Pumpen.